Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Entschuldigung, dass gestern kein Video kommen konnte, denn bei dem Herunterladen ist der Computer einfach mal so abgestürzt. Also, heute geht es darum, was ist mit der Multiversum-Theorie. Vorerst abonniert und liked das Video. Ja, abonnieren das Video. Aktiviert die Glocke, um weiterhin benachrichtigt zu werden. Also, man kann über die Multiversumstheorie denken, was man will, weil es gibt halt keine genauen Beweise, aber es gibt trotzdem Leute, die daran glauben. Dinge, die dafür sprechen, sind Erscheinungen am Himmel, die sich selbst die Wissenschaftler nicht erklären können. Und was dagegen spricht, es gibt eigentlich keine richtigen Gegenwörter. Aber was ich denke, ist, dass das Universum ja irgendwo sein muss. Es kann ja nicht einfach nichts geben und dann ist da plötzlich was. Es geht ja nicht. Es muss ja irgendwas da sein. Und das Universum kann ja auch nicht das Einzige sein. Und es muss irgendwas anderes noch geben. Deswegen kann es schon gut möglich sein. Außerdem kursieren im Internet Videos von wegen, die Multiversumstheorie wurde belegt. Nun ja, ich habe mir dieses einmal angeschaut und ich denke mal so, da ist was dran. Aber wie viel genau daran ist, das weiß keiner so genau. Man muss einfach nur weiter forschen und spekulieren, was es da so zu spekulieren gibt. Und man muss recherchieren und forschen, weil noch ist es nicht hundertprozentig widerlegt oder belegt, sondern es ist nur belegt, dass es vielleicht so sein könnte und es ist widerlegt, dass es auch so nicht sein könnte. Also die Menschen, die wissen noch nicht was. Und wenn man mal bedenkt, es gab vor dem Universum keine Raum und Zeit, dann das Universum muss sich ja in einen Raum ausbreiten. Und sonst, wenn es gar keinen Raum gäbe, dann müsste da ja Masse sein. Aber es gab da nie Masse. Und wenn schon denn schon müsste es unendlich Masse sein, dann wäre das irgendwann mal ein schwarzes Loch geworden durch die hohe Masse. Also irgendwas stimmt da mit der Theorie nicht. Andere Theorie ist auch, dass wir in einem schwarzen Loch leben. Aber schwarze Löcher gibt es viele, dann werden wir also auch nicht in einem alleinigen Universum. Und wer sich fragt, wo kommt eigentlich mein Kanalbild her? Mein Kanalbild, genau, mein Kanalbanner. Da unten. Diesen Nebel habe ich einmal fotografiert von der anderen Seite und der sah genauso aus. Ich habe einfach ein Foto von Space Engine genommen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Also, man kann von der Theorie denken, was man will, aber es gibt halt noch keine Belege, die zu hundertprozentig belegt wurden. Also, bis morgen oder übermorgen und tschüss.